Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier Old Stream Farm mit Mini-Story mit mir, dem Modelleiche und diesem Pferd. Ja, wir sind wieder zurück. Was ist los? Was ist los? Ich muss hier heute, bevor ich anfange, leider mal ganz kurz, bevor wir in die Story reingehen, etwas in eigener Sache loswerden. Beziehungsweise, na, ihr wisst das ja, ich mache das eigentlich nicht so gerne, dass ich irgendwie um Likes frage oder um Abonnenten oder sonst irgendwas. Ne? Ich finde das ziemlich nervig, wenn man das in jedem Video ständig macht. Und, oh, bitte liken, bitte kommentieren, bitte dies und das. Und macht das normalerweise nicht. Aber es ist doch so, dass diese Serie hier, ne, die Old Streams Serie, in den letzten Folgen, beziehungsweise eigentlich ne, schon seit 5, 6 Folgen oder so, deutlich an Aufrufen eingebüßt hat. Und ja, im Schnitt so irgendwie von einer Folge zur nächsten zwischen 200 und 800 Aufrufe weniger waren. Was bedeutet, wenn das in diesem Trend weitergeht, dass in 3 bis 4 Folgen keiner mehr guckt. Und das wäre natürlich sehr schade, weil mir macht diese Serie sehr Spaß. Und wenn ihr hier drauf geklickt habt, dann macht die euch natürlich auch sehr Spaß. Und deswegen ohne großes Rum und Numm und Hin und Her, würde ich einfach mal sagen, ne, wenn euch die Serie gefällt, würde ich euch mal ausnahmsweise darum bitten, den Like-Knopf zu drücken. Und in diesem Sinne, vielleicht hilft das ja dem Algorithmus, dass die Serie auch wieder allen Leuten vorgeschlagen wird, die mich abonniert haben. Das wäre nämlich schön. Jetzt stürzen wir uns aber hier rein, in unser ganzes Gedönse. Und würde mal sagen, wir fangen an mit der Story. Viel Spaß damit. Und ja. Gut, ne? Gut. Also, was ist passiert in der letzten Folge? Oh, ist das laut. Oh, ist das laut. War das immer schon so laut? Ah. Ich hoffe mal, es ist für euch nicht so laut. Es ist nur für mich so laut. Ja. Wie kriege ich jetzt hinten die Klappe zu? Klappe? 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 Kann ich nicht hier? Ah, X. Okay. In der letzten Folge haben wir unsere Geißlecke kaputt gemacht. Nein, wir haben sie zum Glück nicht kaputt gemacht. Das war tatsächlich nur ein Scherbolzen. Ich habe ihn nur unter dem Fett nicht gesehen, dass da ein Scherbolzen ist. Aber, ja. War dann da, wo die Zapfwelle ans Getriebe reingeht, da war ein Scherbolzen dran. Habe ich jetzt keinen passenden Scherbolzen gefunden, habe keinen da. Wo müsste man, weiß ja nicht, nach Scherbolzen haben wir eine festgelegte Härte und ich weiß jetzt nicht, was da reingehört. Und ich habe jetzt mal eine ganz normale 8.8er Schraube reingemacht. Ich glaube, das ist zu weich. Ich nehme mal an, dass die sofort bricht. Ich weiß es aber nicht. Ich habe jedenfalls zwei Händler angerufen und da mal so eine Packung Scherbolzen bestellt für die Kreislege. Kann man dann immer mal gebrauchen. Und theoretisch könnte ich jetzt hier mit dem 8.8er weitermachen, aber ich werde nicht weitermachen. Es ist, denke ich mal, Glück gewesen für uns, dass da jetzt nichts passiert ist mit der Kreislegende, mit den wahnsinnig dicken Steinen, die dann doch teilweise auf dem Feld rausgekommen sind. Und ich denke mal, dass jetzt hier der Scherbolzen kaputt gegangen ist, habe ich jetzt hier so ein bisschen als Anlass gesehen, um zu sagen, okay, wir gräseln da nicht weiter. Wir müssen gucken, dass wir erst die Steine vom Feld kriegen, weil es hilft ja nichts, wenn uns nach 2 Meter wieder der Scheibolzen kaputt geht oder so. Und wenn wir nachher noch mehr kaputt machen, wäre ja auch nicht so gut. Ich habe mir auch sagen lassen, wenn ich die Kreisel von der Kreislecke verkehrt rummontiere, dass dann die Steine eventuell ein bisschen runtergedrückt werden, statt hochgeholt. Aber ich denke mal, das ist bei uns zu spät. Die Steine sind schon hochgeholt von unserer bisherigen Bodenbearbeitung. Und auf dem Feld sind insgesamt sehr viele Steine. Wir haben nicht überall so viele Steine. Und ja, ich weiß auch nicht. Da müsste man vielleicht mal absammeln, wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Und ne, ich meine, ihr seht das hier, das sind alles Bruchsteinbauten. Hier Steine gibt es hier definitiv genug. Von da, passiert wohl, ne, passiert wohl. So, was wir jetzt mal ganz kurz machen, ist, ne, wie üblich, mal beim Melkstand reinschauen, ob da noch alles in Ordnung ist, ne, ob der so läuft, wie er laufen soll. Unsere abendliche Rundgang ist immer, ne, immer hier beim Melkstand reingucken, gucken, dass hier am Display keine Errors angezeigt werden oder sowas. Und natürlich bei allen Tieren nochmal durchgucken. Was ich sowieso jetzt nochmal machen muss, ist die Tiere versorgen. Wenn jetzt hier mal ein Blickchen reinwerfen, dann sehen wir das, ne, dass wir theoretisch bei den Kühen ein bisschen Futtermischung reintun können und dass wir bei den Schweinen auch ein bisschen was füttern können, auf alle Fälle. Und es wird schon dunkel. Es ist jetzt halt, ne, man merkt das langsam Oktober, das wird schon sehr früh duster, sehr früh Nacht. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht beirren. Schnappen uns unser Futtermischergespann und machen hier eine runde Mischung zusammen. So. Hab mir auch überlegt, theoretisch könnte man jetzt den Fiat hier vorhängen vor dem Futtermischwagen, dass wir nicht mehr den da hierfür verbrauchen müssen. Aber andererseits, was soll ich mit diesem Schlepper im Moment sonst machen? Mit dem kann ich nicht ganz so viel anfangen tatsächlich. Von daher ist das jetzt erstmal nicht ganz so. So, mache ich jetzt hier die Lichter alle an? Ja, komm, wir machen die Lichter alle an. Ja, genau. Also von da an, mit dem Schlepper kann ich im Moment nicht so viel anderes machen. Ich weiß auch gar nicht so genau, was ich mit dem hier machen soll. Und den habe ich hier von der Leistung her eher so als einen kleinen Pflegeschlepper oder sowas eingeplant gehabt. Aber
ja, ist nicht ganz so ideal gedacht als Pflegeschlepper, beziehungsweise als kleiner Schlepper wegen der Wendigkeitsprobleme. Ich weiß nicht, als Pflegeschlepper wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne, mit einem Düngerstreuer oder sowas. Die Reifen sind ja auch relativ schmal, da könnte man auch schön in der Fahrgasse fahren. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das funktionieren könnte vielleicht, eventuell. Sicher bin ich mir natürlich nicht, aber es könnte funktionieren. So, jetzt machen wir mal das Ding an. Dann schalten wir das Gas ein bisschen höher. Schlepper muss ausgewählt sein, okay. So. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier, ne, wir müssen hier wie üblich Silage reintun und Heu. Und wir haben jetzt dann nur noch einen Ballen Silage, den werden wir jetzt heute Abend verbrauchen und morgen haben wir dann ein Problem. Den müssen wir morgen früh können wir dann schon wieder keine Mischung machen. Das ist im Moment ist das nicht ganz so ideal. So, haben wir hier drin irgendwo Licht? Ja, hier drin haben wir irgendwo Licht, dachte ich zumindest. Jawohl, wir haben hier ein Licht, dann machen wir mal Licht an, sehr schön. Und dann werden wir den John Deere, haben wir hier drin auch ein Licht, den Melasse hier gut reinkriegen. So. Haben wir auch ein Licht, perfekt. Würde ich mal sagen, legen wir los. Und ja, machen uns eine schöne Mischung. Werden die Tierchen hier noch füttern, die Kühe. Und dann machen wir auch Feierabend für heute, beziehungsweise ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Übrigens habe ich noch einen Haufen Heu, ne, vom letzten Mal, wo ich die Balle auseinander gemacht habe. Das versuchen wir jetzt hier rein zu wursteln. Erstmal müssen wir jetzt hier mal schauen. Ach, da haben wir jetzt hier die Palettengabel dran. Gut, dann müssen wir natürlich die Palettengabel wegmachen und die Mistgabel wieder dran machen, die wir als Ballengabel nutzen. So. Gruppe C einlegen. Alt, Rückwärtsgang. So. Genau. Lange Rede. Ich rede schon wieder viel zu viel. Ne? Ich sollte nicht so viel quasseln. Was überhaupt und sowieso. Ne? Papierkram ist das Problem. Ich muss echt mal gucken, wie ich da dahinter komme. Das ist ist ein ziemliches Problem, ne? Vor allem Rechnungen, da muss man ja auch bezahlen und wenn man die nicht bezahlt, dann ist das ganz schlecht. Vor allem, wenn man eine finanzielle Schwierigkeit hat, dann ist das ganz besonders schlecht. Ich habe noch nicht so ganz raus, da weiß ich nicht, ob es hier eventuell unbezahlte Rechnungen gibt, die ich zwar nichts bezahlen müsste und ich habe noch überhaupt gar keinen Überblick und weiß noch nicht so ganz. Ich habe mir schon überlegt, ob ich hier irgendwie einen Steuerberater oder sowas suchen sollte. So. Der da das ganze Gedöns zu verstehen, wo ich einfach meinen ganzen Haufen mit dem Papierkram hinschmeißen kann und sagen kann, hier, kannst du mir da irgendwie mal sagen, was, weil, ne, mit dem, ist halt doch alles Französisch und, ne, fällt mir halt doch noch schwer, das zu verstehen, was dann da drin steht. Aber schauen wir mal, ich krieg mir das ja noch irgendwie auf die Reihe. Das wäre natürlich sehr schön, wenn wir das noch auf die Reihe kriegen würden. So, dann haben wir uns erstmal die Silageballe hier raus und, ja. Gut. Die haben wir schon aufgemacht. Dann haben wir die Folie schon weggemacht. Schmeißen wir die da oben rein. Und da müssen wir uns natürlich jetzt auch demnächst mal Gedanken machen, was wir generell hier mit diesem Hof anfangen. Wie wir den Hof weiterentwickeln. Ne? Wir können das ja nicht, beziehungsweise wir machen das jetzt im Moment. Wir bearbeiten ja mit dem, was wir haben. Und ich komme auch noch überhaupt nicht rum. Ne? Ich habe noch gar nicht so wirklich alles, viele Maschinen noch nicht wirklich gemacht und sonst irgendwie. Aber ich denke mal, wir müssen uns dann langsam auch ein Konzept entwickeln, wie wir letzten Endes mit diesem Hof fortfahren. Wir müssen gucken, welche Maschinen wir eventuell. Das kristallisiert sich ja so ein bisschen raus, ne, was für uns und für unsere Methoden, unsere Vorlieben und so am besten passt. Und ne, ich denke mal, eins hat sich schon rauskristallisiert, dass diese große Gruppe weg muss. Ne, der ist für diesen Schlepper, für unseren großen MF einfach nicht der richtige. Und ja, ne, bleibt jetzt hier noch nicht so wirklich eine Alternative im Moment hier, weil wir haben keinen anderen Grubber. Aber ja, der muss auf jeden Fall weg, weil der einfach nicht passt für diesen Betrieb. Der passt nicht für den Boden und der passt nicht für den Flapper. Und dann müssen wir gucken, dass wir den wieder loskriegen. Muss ich jetzt nur gucken, ob dieser Grubber unser Eigentum ist oder ob wir den irgendwo finanziert haben. Ob das irgendwo über Kredit läuft oder über Leasing oder sowas. Das ist halt wieder der Papierkram. Und dann müssen wir gucken, dass wir den loswerden. Das ist dann der nächste Schritt. Und wenn wir das geschafft haben, ne? Als wäre das schwierig, einen Grubber loszuwerden. Jedenfalls, wenn wir den Grubber losgeworden sind, dann ist der nächste Schritt, den wir machen müssen, uns bessere Ackergeräte in diesem Sinne kaufen. Müssen wir mal gucken. Ne? Mein Pflug, ich hätte ja gerne meinen schönen großen Eco-Pflug, hätte ich ja gerne hier und würde den gerne mal einsetzen. Und ich glaube, hier auf diesen Böden würde der sich echt gut machen. Das ist ein bisschen Art Schellpflug, Art moderner Schellpflug, der Eco-Pflug. Und ja, den könnte ich hier echt gut gebrauchen jetzt. Und dann bin ich mir am Überlegen, ob ich mir den jetzt echt auch bei uns kommen lasse.
mit dem würde ich ganz gerne da hinten fliegen, ne, wo ich jetzt mit der Scheimecke unterwegs auf unserem ehemaligen Weizenfeld. Sobald das da ein bisschen aufgegangen ist, ne, das Ausweichgetreide, würde ich ganz gerne mit dem Ecoflug drüber gehen und dann ne, mit einer Ecke oder Kreislecke dann da hinterher direkt und Wintergetreide einsehen. Wobei ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher bin. Ich denke mal, ne, wir werden, da war ja Weizen gestanden, dass wir der Gaste einsehen werden. Und ja, ne, ich schmeiß die Haufen über die Pläne, genau. Ich schmeiß die Pläne über den Haufen hin und her. Ich habe mir jetzt auch, wo ich vorhin, ne, geguckt habe mit der Kreislecke, habe ich ein bisschen Recherche betrieben, als ich Zeit hatte und darauf gewartet hatte, dass die Werkstatt zurückruft, ob sie das Teil bestellen können. Und ja, in dieser Zeit habe ich ein bisschen geguckt, ob das jetzt überhaupt so viel Sinn macht, was ich da mache. Und da habe ich festgestellt, dass Ölrettich als Zwischenfrucht nach Raps eine ganz schlechte Idee ist. Und ja, ich habe mir dummerweise Ölrettich als Zwischenfrucht geholt. Das war natürlich ein Riesenfehler. Von daher werden wir jetzt den Ölrettich so oder so gar nicht da rein tun. So, halt, was mache ich denn? Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich glaube, das passt so eigentlich schon ganz gut. Was haben wir jetzt hier drin? Nee, das passt noch nicht. Wir müssen gucken, dass wir noch mehr Heu reinkriegen auf alle Fälle. Müssen wir hier so einen großen Heuball hier rausholen. Und dann werden wir das sein lassen mit der Zwischenfrucht bei unserem Raps. Ich denke mal, dass ich dann doch direkt Winterweizen da einsäen werde auf die gesamte Fläche. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, da wo ich den Ölrettich schon gesät habe, weiß ich auch nicht, ob ich den jetzt erst aufgehen lassen muss. Das ist, eigentlich reicht die Zeit nicht mehr. Aber andererseits, theoretisch kann man Winterweizen noch ziemlich lange säen. Könnte ich durchaus sagen, okay, ich warte erstmal ab und lass den Ölrettich aufkommen und arbeite das dann nochmal unter. Ich muss ja eh erstmal die Steine da wegkriegen. Das ist das ganz große Problem, dass ich da eh erstmal die Steine runterkriegen muss. Von da so oder so. Ist dann das Nächste. Ich muss jetzt gucken. Ich kann mir ja keinen großen Steinsammler oder sowas kaufen. Also entweder sammle ich halt, dann fahre ich mit Frontladerschaufel entlang und sammle die Steine von Hand raus. Schön in die Schaufel rein. Oder aber ich werde mir einfach ein Gerät leihen, einen größeren Steinsammler oder sowas. Hier gibt es ja schon einige. Hier ist ja viel Landwirtschaft. Das ist der Vorteil. Ne? Wir sind hier wirklich in einer sehr landwirtschaftlich aktiven Gegend gelandet, wo es sehr viele Betriebe gibt, auch sehr viel kleinere Betriebe noch. Ich denke mal rein von der Fläche her und von der Schlepperleistung her zählen wir hier tatsächlich zu den größeren Betrieben. Ne? Also wir sind hier nicht der kleinste auf jeden Fall. Und das bedeutet, dass hier auch viel Lohnunternehmen gibt tatsächlich und dass es halt auch viele Mietgeräte gibt, ne? So eine Art Maschinenring oder sowas, wo man dann da auch Sachen bekommt. So, jetzt würde ich mal sagen, das langt so. Und ja, das restliche Heu tun wir jetzt hier wieder rüber rein. Das ist halt leider nicht ganz so hundertprozentig realistisch, aber ne? Vor allem wird es halt nicht kleiner, aber so ist halt. So ist halt, so. Tun wir jetzt wie gesagt wieder hier rein. Packen wir mal da hinten hin, da stört da glaube ich auch niemand. Und dann fahren wir jetzt hier mal das Gerät hier wo ganz woanders hin. Ne, wir fahren das jetzt hier mal dahin, würde ich sagen, für den Moment. Lassen wir stehen und dann schauen wir jetzt mal, jetzt haben wir eigentlich schon eine ganz nette Mischung beisammen. Jetzt können wir theoretisch noch ein klein bisschen Kraftfutter reintun. So. Mal gucken. Ja, wir könnten jetzt hier noch ein bisschen Kraftfutter reintun. Und eigentlich auch noch unsere Melasse, aber das Problem ist ja, dass die habe ich jetzt immer noch keinen Schlauch dran für gefunden und noch nichts angeschlossen. Und ansonsten müsste ich das jetzt mit der Palettengabel hier über den Futtermischer heben und dann das Ding aufmachen oder mit einem Eimer reinschaufeln. Und einen kleinen Eimer, der da drunter passt, ist nicht so wirklich in den Ding. Deswegen lassen wir jetzt heute mal die Melasse erstmal nochmal weg. Ist jetzt zwar blöd, ne, nachdem ich mir die geholt habe, aber ist wie es ist. So. Haben wir so ein bisschen Kraftfutter noch drin und jetzt würde ich mal sagen, bringen wir das unseren Kühen. Und dann haben wir nämlich auch die Abendfütterung bei den Kühen durch. Und dann müssen wir noch bei den Schweinen ein bisschen was reinschütten. Und dann hat man es soweit. Bei den Schweinen bin ich mir echt am überlegen, ob ich hier nicht ein Silo hinmache. So ein Futtersilo, dass die automatische Fütterung kriegen, weil irgendwie finde ich das ein bisschen bescheuert, dass ich die tatsächlich jeden Tag mit dem Frontlader hier Schweinefutter reinfahren muss. Das ist ein bisschen suboptimal eigentlich. Normalerweise haben die allermeisten Schweinebetriebe eine Art automatische Fütterung. Könnte dem hier durchaus, ne, auch, wäre auch nicht schlecht. So, mal gucken. So. Hier schön füttern. Ja, sehr schön. So, das ist nämlich das Nächste. Ne? Unser Stall ist ja überhaupt gar nicht voll belegt. Ne? Unser Stall, hier unser Kuhstall, der steht ja fast leer. Also da sind gar nicht bei weitem nicht so viele Kühe drin, wie wir Platz haben.
Und eigentlich müsste ich jetzt deswegen auch gar nicht bis ganz hinten füttern, dann reicht das vollkommen, wenn ich auf die erste Hälfte Futter verteile, weil es genug Fressplätze gibt, absolut gar kein Thema. Aber ja, wir könnten dann theoretisch, wenn wir die finanziellen Kapazitäten haben, uns auch noch mehr Kühe hertun und hier noch ein bisschen den Hof noch ein bisschen mehr ausfahren. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, das muss alles erstmal so langsam kommen. Aber ja, wie gesagt, es ist so, dass wir hier Schweinefutter reintun. Dafür müssen wir jetzt hier vorne wieder umhängen. Zum Glück haben wir die schönen Schnellwechselgeräte. Das wäre sonst ziemlich schlecht. So, Handbremse sollte man natürlich auch lösen. So. Hängen wir da die Gabel ab. Haben wir natürlich das Problem, dass wir das eine Schweinefutter. Ja. Ja. Das eine Schweinefutter haben wir auf den Big Bags, da müssen wir dann, brauchen wir eine Palettengabel dafür. Das andere Schweinefutter haben wir haben wir lose. Müssen wir dann die Schaufel für anhängen. Das ist viel, viel und hergedönse dann, was wir hier so haben. So. Ach, ich weiß, was das los ist. Ich bin ja in zu schnellen Gruppe. Ach, da war jetzt nicht ganz so elegant. So ein Big Bag und dann fahre ich den einfach über den Futterdruck drüber und dann lassen wir da ein bisschen was reinrieseln, würde ich mal sagen. Natürlich so eine Sache. Ups, das hat man nicht erwischt. Das ist natürlich hier drin sehr hell. Da draußen ist es sehr dunkel, haben sich die Augen ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnt. Aber doch, hat geklappt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, lassen wir da ein bisschen was reinrieseln. Oh, halt. Ich würde sagen, das langt auch. Wie gesagt, deswegen, wenn wir hier so ein Futtersilo hätten, wo das dann automatisch rausrieseln lassen könnten, wo dann das direkt einfüllen, das wäre eigentlich wesentlich angenehmer. Aber so ist es nun mal. So. Auch zeigt unsere Tankanzeige schon länger 0 an und noch läuft der Schlepper, aber die Frage ist natürlich, wie lange. Die Tankstelle hier ist auch ein ganz schönes Stück weit weg. Weiß ich nicht, ob wir das jetzt heute Abend noch machen sollen, dass wir noch eine Runde tanken fahren sollten oder ob das zu viel Risiko ist. Nicht, dass der Schlepper nachher stehen bleibt. Ach halt, ich kann ja die Gabel jetzt hier gar nicht hin tun, weil ich ja da an die Schaufel dran muss, die davor ist. Das ist natürlich ein bisschen eine fragliche Angelegenheit. So, lass mal dahin und jetzt versuchen wir das mal ein bisschen eleganter zu machen. Ah, das war elegant. Ja, das war elegant. So, mal schön elegant die Schaufel anzuhängen. Und den jetzt hier erstmal schön gerade dahin fahren. Ah, doch, das ist, glaube ich, ganz gut. Nee, das kommt nicht gut. Das ist schon besser. So. Ah, das war nicht gut. Ah, das war nicht ganz unelegant. Leider haben wir ein bisschen in die andere Schaufel reingeschoben. Das war nicht ganz elegant. Ich glaube, wir riskieren das jetzt gleich nochmal. Dass hier zwei Schaufeln Schweinefutter reingetan haben. Dass wir mal ganz kurz zur Tankstelle rausfahren. Und den Schlepper tanken, weil das wäre ganz dringend nötig. Und noch läuft der ganz gut. Also hoffe ich einfach mal an, dass er weiter so ganz gut läuft. Mal ein bisschen anheben, dass wir an der Ballen vorbeikommen. Ja. Ja. So, dann, wie schaut es denn aus bei den Schweinen? Ja, wir müssen da eigentlich definitiv noch viel mehr reintun. Aber es ist auch schon spät abends. Wir haben unsere Fütterung immer noch nicht so ganz raus. Ich würde mal sagen, wir schmeißen nochmal eine Schaufel rein. Und dann. Na, der Rest kommt dann morgen früh dran. Wenn die Schweine schon heute Nacht nicht alles rausfressen. Ich weiß gar nicht, sind Schweine nachtaktiv?
Oder legen die sie dann? Eigentlich legen die sie auch irgendwann schlafen. Die fressen nicht die ganze Nacht, oder? Ja, die legen sich schon auch irgendwann schlafen. Ja. Und ruck. Futter loswerden. Und dann würde ich mal sagen, fahren wir jetzt ab zur Tankstelle. Und lass ihn hochmachen, dass wir auch schön weit sehen tatsächlich. Ich hoffe mal, dass ich den Weg zur Tankstelle jetzt bei Nacht finde. Ich glaube, das ist der direkteste Weg, wenn wir hinten durch über den Feldweg ins Dorf reinfahren. Und dann auf der Dorfstraße entlang. Ich meine, da komme ich zur Tankstelle. Hoffe ich einfach mal, dass ich da tatsächlich zur Tankstelle komme. Darauf müssen wir natürlich unsere super tollen Arbeitsscheine vorausmachen. Bei Nacht fallen irgendwie die Berge ganz anders auf, ne, weil das alles so Schatten wirft. Und dann sieht man plötzlich, wenn man irgendwann mal hinsieht, dass da ein Berg hochgeht oder runter. Fällt einem mit Tag gar nicht so sehr auf. War schon ganz schön steil. So, jetzt ist natürlich hier die große Frage, wo genau wir hier hinfahren müssen. Bevor ich jetzt hier falsch fahre, gucke ich doch lieber mal ganz kurz auf dem Handy auf der Karte. Wir müssen hier runter. Okay, also ne, ich habe schon richtig im Kopf gehabt. Wir müssen hier links, nicht hier raus. Okay. Theoretisch kommen wir auch hier und dann über den Feldweg, aber wir fahren über die Hauptstraße. Kommt nix. Fahren wir raus. Ah, wenn der lieber 40 km/h laufen würde, wäre auch ein bisschen angenehmer. Seine 30 Sachen ist man halt doch eine Weile unterwegs dann. Können natürlich auch mit weniger Gas fahren, ist immer die Frage, ne? Braucht er mehr Sprit und wo braucht er weniger Sprit? Das ist immer so eine Sache. Die Anzeige ist schon ganz lange auf Null. Wer weiß, wenn der so nah noch stehen bleiben, dann wäre ein bisschen peinlich. Wäre das ziemlich peinlich. Müssen wir timelaufen. Bei Nacht kriegen wir auch nicht mehr irgendwo. Ach, was heißt nachts? Wir haben ja erst kurz vor 7. Das kommt einem so vor, als wäre schon mitten in der Nacht. Aber so spät ist noch gar nicht. Wäre vielleicht auch nicht so ratsam, hier um 23:30 oder so noch mit einem lauten Schleppe hier durchs Dorf zu fahren. Der macht echt einen Saulärm, der schon. Der ist wirklich laut. Aber gucken wir mal. Ne? Müsste eigentlich mehr. Müsste reichen, müsste nicht reichen. Ich habe keine Ahnung, wie viel noch drin ist. Das sieht man leider auch nicht, wenn man in so einen Tank reinguckt. Das ist totales Glücksspiel hier. Wie gesagt, der Tiger hat sich schon länger nicht mehr bewegt. Aber in so einem Schlepper ist ja auch ein relativ großer Tank. Ne? Ein bisschen was reicht da dann doch hier noch einige Zeit. Hoffe ich einfach mal. Hoffe ich einfach mal. So. Da lässt wieder zurückgehen. Wollen wir aber nicht hin. Wir wollen hier weiter und da fällt mir gerade was auf. Aber noch hat keiner aufgeblendet oder sowas. Fernlicht haben wir auch. Aber was ich sagen wollte, ist mir gerade aufgefallen, dass wir noch unser Scheinwerfer hinten an hatten. Ah, sieht man so ein bisschen Sonne hier auf der Seite vom Berg. Ein bisschen, na, da geht die Sonne ein bisschen später unter. Wir müssen theoretisch jetzt dann. Okay, hier ist auch. Bei Nacht sieht das alles anders aus. Na, ich war hier schon mal an der Tankstelle. Bin hier schon gefahren. Aber bei Nacht sieht das alles anders aus. Und bei Nacht kommt einem alles auch irgendwie länger vor. Ich habe das Gefühl, bei Tag wäre ich jetzt schon längst an der Tankstelle. Aber bei Nacht ist man irgendwie länger unterwegs. Kennt ihr das? Geht mir öfter so. Also irgendwie bei Nacht sehen die Sachen alle anders aus. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass es länger dauert. So, da vorne müsste es aber die Tankstelle eigentlich sein. Richtig im Kopf habe. Ziemlich sicher, dass da eine Tankstelle ist. Ah, da seht ihr sie. Da ist sie. Schön beleuchtet. Sehr schön. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir jetzt hier hin? Doch, wir müssen, glaube ich, über die Bahn drüber. Ja. Yep. Über die Bahn drüber. Sorry, Fernlicht ausmachen. So. Und dann da rein zur schönen Tankstelle. Ich lieber mal den Frontlader runter. Hier nicht die gleiche Tankstelle abbauen, dann ist ein bisschen peinlich. Ja,
Räumen wir hier mal schön ans Ende durch. Dann lassen wir mal den Karren hier betanken. Das tut mit dem Geldbeutel weh. Ha! Geschafft! So. Und der Schlepper läuft noch. Nicht leer gelaufen. Das ist doch mal top. Das ist doch mal top. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, wenn ich hier entlang fahre, wo ich dann da rauskomme. Aber wir probieren das einfach mal, ne? Fahrlicht an. Kommen wir über den Feldweg zurück. Sehen wir noch mal ein bisschen was von der Landschaft. Naja gut, so wirklich sehen tun wir nicht, aber ist das nicht schön hier mit dem Sonnenuntergang? Hinten geht die Sonne unter. Oh, ist tatsächlich ein Auto hier. Wenn wir den mal vorbeilassen, wir lassen den mal beim nächsten Feldweg vorbei. Da muss er nicht hier hinter uns herschleichen. Kann er hier leider nicht überholen irgendwo. Fahren wir mal ganz kurz zur Seite. So, sehr schön. Da steht auch noch Mais. Wir sind nicht die einzigen, die noch Mais stehen haben. Weiß nicht, ob das beruhigend oder beängstigend ist, aber... ja, das Mais-Silo-Lösung, ne? Da brauchen wir auch noch. Müssen wir auch noch uns was ausdenken. Wie wir das machen, aber ich denke mal, dann tatsächlich Lohne kommen lassen und nur mit dem Häcksler. Man kann natürlich auch eine ganze Häckselkette kommen lassen, das machen die heute, aber wegen einem Feld eine ganze Häckselkette kommen lassen, ist also schon auch finanziell, denke ich mal, nicht unbedingt das schlauste Entscheidung. Und ja, von daher würde ich mal sagen, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, was wir machen würden, werden würden. So. Hier raus. Machen wir zurück. Es ist natürlich die Frage, wo wir hier rauskommen. Ich habe keine Ahnung. Rein von meinem Richtungsgefühl her müssen wir schon irgendwo wieder an den richtigen Ort rauskommen. Oben am Dorf oder sowas, aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Da geht es auch ganz schön in den Berg hoch teilweise. Schön heftig. Da drüben, doch, das ist doch, doch, da ist doch das Dorf, oder? Doch, da ist das Dorf. Wir kommen jetzt hinter dem Dorf wieder rein. Bin ich mir so 80% sicher? 70%? Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Doch, wieder über den Fluss drüber. Geht der kurvt das wieder in die Richtung hier. Mit den kurvigen Straßen weiß man halt auch nie, ne? Das ist immer so ein bisschen das Problem, dass man nicht so ganz weiß, wo die Straße letztendlich hingeht, weil nur weil die Straße jetzt hier nach links geht, muss es noch lange nicht gehen, heißen, dass sie nach links geht, ne? Weil hier kommt es in eine Rechtskurve und von da, auch bei den kurvigen Straßen weiß man nie, in welche Richtung dann nun die richtige ist. Ah doch, ich glaube, wir kommen jetzt oben ins Dorf rein. Nee. Doch. Nee, ah, ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Da ist so eine Kreuzung, oder? Da ist der Mond. Da ist so eine Kreuzung oberhalb von unserem Hof. Ich glaube, da kommen wir raus. Da hinten müsste unser Hof sein, wenn wir jetzt quasi in die Richtung gucken. Vom Gefühl her. Aber jetzt geht die Straße in die Richtung hier. Hä? Ich gerade für einen Moment irritiert. Ich dachte, ich wüsste, wo wir sind. Dachte ich. Nee, jetzt geht's wieder... Ah, doch, könnte doch hinkommen. Könnt ihr doch hinkommen. Das ist doch unser Hof da unten. Ja klar. Wir sind doch an der Kreuzung. Da seht ihr. Kreuzung über oberhalb von unserem Hof. Da drüben ist unser Hof. Haben wir jetzt, glaube ich, ein bisschen Umweg hinter uns. Wobei ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht relativ direkt war. So lange hat es jetzt gar nicht gedauert im Vergleich zum Hinfahren gefühlt. Aber da ist unser Hof. Jetzt haben wir natürlich alle Tore zugemacht. Wir müssen jetzt erstmal das Tor wieder aufmachen, dass wir da reinkommen. Aber dann haben wir es geschafft. Haben wir getankt. Haben wir den Schlepper nicht leer gefahren. Großes Glück gehabt. Wie gesagt, das war echt reines Glücksspiel, weil ich habe ja gar keine Ahnung gehabt, ne? Wie weit man den leer fahren kann, nachdem die Tanknadel nichts mehr anzeigt. Weiß ich nicht, wie knapp das jetzt war. Könnte sehr knapp gewesen sein oder auch nicht. Ne? Das ist fraglich. So, machen wir die Klappe wieder zu. Gucken wir, das ist ja auch in der Kette drum, um zuschließen. So, keiner reinkommt. Und dann parken wir den beiseite und dann machen wir Feierabend für heute. Ne, könnte natürlich, aber ich habe jetzt halt hier das Problem, dass ich jetzt im Moment nicht so wirklich was schaffen kann. Ich könnte mir eine Kreissäge nochmal los, aber habe ich ja gesagt, mache ich auf dem Feld nicht. Und auf dem anderen würde ich gerne mit dem Eco-Flug fliegen. Das ist, im Moment bin ich echt so ein bisschen aufgeschmissen. Alles in allem. So. Karre aus. Licht aus. So. Eben Taschenlampe an, dass ihr auch was seht. Ja, im Moment bin ich tatsächlich so alle mit allem ein bisschen aufgeschmissen, ratlos und ach, ne, aber wir kriegen das, ne, wir kommen da schon, so langsam kommen wir der Sache hinterher, ganz langsam, aber es haut hin, ne, wir bewegen uns in die richtige Richtung, definitiv.
Ja, dann mal gucken, wenn der Eco-Flug da ist, was wir dann, ob wir den hier verkaufen, theoretisch, ne, aber der kann halt tiefer fliegen als der Eco-Flug. Also wäre es eigentlich schon sinnvoll, den dann auch noch zu behalten, falls wir tief fliegen wollen. Ja, ich denke mal, das Güllefass muss so oder so weg, ne, das macht keinen, ist viel zu klein hier. Und ja, generell müssen wir halt so ein bisschen aufräumen, durchräumen. Ne, der Düngerstreuer hier, der dürfte definitiv passen für uns. Ne, der ist ziemlich groß tatsächlich. Die Walze ist auch okay. Und wenn man sich so mal so ein bisschen umguckt, ne, unsere Sägekombination, 3 Meter Sägekombination reicht eigentlich auch vollkommen aus. Und ne, ansonsten, ja, ne, wir haben halt ein bisschen Technik fehlt uns auf jeden Fall, aber das kriegen wir schon alles hin. Ne? Und hier haben wir so ein Silo, aber das steht halt richtig massiv auf so einem Betonsockel. Das kann ich auch nicht versetzen. Wenn ich das rüber bei den Schweinen versetzen würde, passt glaube ich auch nicht so ganz. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Wie wir da machen. Aber theoretisch, wenn ich nächstes Mal Schweinefutter bestelle, könnte ich das da reintun. Dann müsste ich es nicht in Big Bags kaufen, sondern könnte mit dem LKW kommen lassen und hier das Silo voll machen. Wäre wahrscheinlich eine bessere Option, als das so zu machen, wie wir es im Moment mit den Big Bags haben. Und denke mal, doch ein bisschen günstiger, wenn wir da eine große Menge kaufen. Anstatt so Big Bags und vor allem, ne, man hätte auch nicht den Big Bag Müll und so. Das wäre, glaube ich, schon nicht ganz verkehrt. So, nochmal gucken, da geht's euch gut. So, denen geht's gut. Die sehen glücklich aus. Alles top. Sehr schön. Na, bei den Kühen waren wir ja schon. Also kann ich jetzt in Ruhe Feierabend machen. Ja, relativ früh Feierabend tatsächlich. Ne, normalerweise im Sommer haben wir definitiv nicht so früh Feierabend. Und ja, wenn es richtig Arbeit gäbe jetzt, wo ich jetzt wüsste, was ich genau machen wollte, dann hätten wir jetzt auch noch keinen Feierabend. Aber nachdem da alles so ein bisschen stockt, im Moment noch an so verschiedenen Punkten hängt. Ja, Kühen sehen auch noch alles gut aus. Würde ich mal sagen, machen wir ja tatsächlich Feierabend. Und ja, war zwar nicht so ganz so geplant, aber wir haben heute keine Zeitraufnahme drin gehabt. Ich hoffe, die Story hat euch trotzdem gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Und wie gesagt am Anfang, ich hoffe, wenn euch diese Serie hier gefällt, nehmt es mir nicht übel, dass ich so ganz frech um ein Like betteln werde heute. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.